Kusan bekleidete bis zu seinem Austritt aus der Marine vor 2 Jahren zusammen mit Kizaru und Akainu den Rang eines Admirals des Marinehauptquartiers. Sein Admiralsname zu dieser Zeit lautete Aokiji. Im Anschluss an die Schlacht von Marineford wurde Kusan von Sengoku als Nachfolger nominiert. Um einen innerpolitischen Streit um die Nachfolge des Großadmirals zu entscheiden, lieferte sich er ein Duell mit Sakazuki, welches er nach einem 10-tägigen Kräftemessen verlor. Kusan trat daraufhin aus der Marine aus. Es gibt noch viele ungelöste Mysterien und Fragen über Kusan und heute gibt es 10 Fakten über Kusan bzw. Aokiji. Kusan als Kind und Frau. Wie bekannt ist, zeichnet Oda gerne mal bekannte Charaktere, als sie noch Kinder waren, woraus schon einige Theorien entstanden. In der Fanpost zu Band 65 zeichnete Oda die ehemals ranghöchsten Soldaten der Marine als Kinder und so auch Kusan. In der Fanpost zu Band 87 sah man Kusan außerdem, wie er aussehen würde, wäre er weiblich. Lieblingsgetränke. Zu Kusans Lieblingsgetränken gehören Sherrywein, Dairymilch und Kaffee. Anime- und Manga-Unterschiede. Im Manga traf Aokiji ursprünglich auf die Strohhutpiraten in Tonjitsute nach dem Davy Backfight. Im Anime traf er sie viel später auf einer anderen Insel und zeigte seine Kräfte, um einigen Schiffbrüchigen zu helfen, im Gegensatz zu Tonjit. Im Anime steht Aokiji nach dem Krieg am Bug eines Kriegsschiffes, das sich Marineford nähert und niest in dem Moment, in dem Sengoku ihn Kong als seinen auserwählten Nachfolger nennt. Als er das Hauptgebäude betritt, kommt ein Marineoffizier unter Tränen auf ihn zu und berichtet, dass er Ruffy nicht gefangen nehmen kann. Aokiji klopft ihm nur auf die Schulter und sagt ihm, dass es in Ordnung sei. Der jüngste Admiral. Aokiji wurde Admiral, als er 47 Jahre alt war, während Akainu und Kizaru 53 bzw. 58 Jahre alt waren. Obwohl er der jüngste der drei ist, ist er im Vergleich zu den anderen Admirälen viel reifer. Dies liegt daran, dass sowohl Aokiji als auch Fujitora von allen Admirälen der Marine den wahren Sinn für Gerechtigkeit haben und Fujitora ist bei The Wave 54 Jahre alt. Der erste, der alle Strohhutpiraten alleine besiegt hat. Aokiji ist der erste, der alle Strohhutpiraten alleine besiegt hat und es war eine totale Demütigung für die Crew. Sogar Zoro und Sanji, die als große Kämpfer bekannt sind, wurden von Aokiji einfach so genockoutet. Obwohl Aokiji es schaffte, die Crew zu besiegen, beschloss er, einfach loszulassen. Aokiji war Ruffy dankbar, nachdem Ruffy Crocodile besiegt hatte, den Shichibukai, den Aokiji am meisten hasst. Erkundung der Grand Line. Obwohl er faul ist, ist Aokiji fleißig, wenn er einige Dinge tut, zum Beispiel wenn er die Grand Line mit dem Fahrrad erkundet, welches übrigens Blue Bike heißt. Obwohl das entweder als gründlich oder verrückt angesehen wird, weil selbst Ruffy eine lange Zeit zum Erkunden und Überqueren der Grand Line benötigte. Wenn das Erkunden und Überqueren der Grand Line mit einem Schiff viel Zeit in Anspruch nimmt, dann stellt euch mal vor, wie viel Zeit Aokiji dafür auf seinem Fahrrad verbringt. Garp zu Dank verpflichtet. Aokiji steht Vizeadmiral Monkey die Garp sehr nah. Aokiji war auch Garp verpflichtet, obwohl die Tat, die Garp getan hatte, noch unbekannt ist. Er ist ein Fan von Garp, weil Garp sich weigert, befördert zu werden. Für Aokiji ist das eine sehr coole Entscheidung. Vielleicht ist diese Schuld der Grund, warum Aokiji Ruffy und seine Crew gehen ließ, nachdem er sie geschlagen hatte. Er hasst die Shichibukai. Genau wie Sengoku hasst auch Aokiji das Shichibukai-System. Eines der Shichibukai-Mitglieder, das er am meisten hasst, ist, wie schon erwähnt, Sir Crocodile. Aus diesem Grund war er dankbar, als Ruffy Crocodile aus dem Verkehr ziehte, da dies auch Aokijis Arbeit erleichterte. Das heißt aber nicht, dass er alle Shichibukai-Mitglieder hasst, weil er einen tiefen Respekt vor Jinbei hat und es kann während der Schlacht von Marineford gesehen werden, als sich Aokiji bei Jinbei entschuldigt, bevor er das Meer einfriert, um Ruffy und Jinbei daran zu hindern, zu entkommen. Eine weise Figur. Der ehemalige Admiral ist ein weiser Mann. Zum Beispiel ließ er Nico Robin während des Buster Calls auf der Insel Ohara entkommen, indem er einen Eisweg schuf, damit sie einen Platz zum Leben finden kann. Er ist auch ein Mann der Worte, denn als Ruffy ihm gegenüberstand, hat Aokiji versprochen, die anderen Mitglieder der Strohpiraten nicht anzugreifen und seinen Worten treu geblieben, tat er dies auch niemals. Inspiriert von Yusaku Matsuda. Oder erstellte Aokiji basierend auf Yusaku Matsuda. Der verstorbene Yusaku Matsuda ist ein erfahrener Schauspieler, der eine Rolle in Detective Story gespielt hat und man kann die Inspiration von den ähnlichen Haaren und dem Style sowohl bei Matsuda als auch bei Aokiji sehen. Sogar Aokiji
Kijis Geburtsdatum ist dasselbe wie Matsudas. Diese Adaption ist also eindeutig eine Hommage von Oda an Yusaku Matsuda. Und da es sich einige gewünscht haben, waren hier jetzt 10 Fakten zu Kusan bzw. Aokiji. Gerne könnt ihr wie immer natürlich weitere Charaktervorschläge in die Kommentare schreiben, obwohl ich bereits sehr, sehr viele Vorschläge habe und die alle nacheinander abarbeiten werde. Aber dennoch könnt ihr es trotzdem tun. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer natürlich einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim weiteren Video. Haut rein!